Eine unserer Forschungssonden hat am Rande unseres Sternsystems eine bedeutende Entdeckung gemacht. Planet X ist plötzlich aufgetaucht. Eine Raumzeitanomalie? Oder eine besondere Tarntechnik? Das wissen wir nicht, aber wir müssen um jeden Preis Kontakt mit dessen Bewohnern aufnehmen. Egal, was es kostet. Wir könnten ein Kommunikationsnetz aufbauen und ein Sprachwissenschaftlerteam daran arbeiten lassen. Die Kosten für die Forschung wären 6 Trilliarden Credits. Ja, nein, dann doch nicht. Was ist denn die günstigere Variante? Geil! Wir können einen unbekannten Planeten erforschen und kriegen dafür 100 Credits! Dann können wir uns endlich eine neue Space-Spülmaschine kaufen. Die alte macht Geräusche. Wir haben Planet X erreicht, Captain. Großbotschaft senden! Die wir kommen in Friedenbotschaft oder die wir werden euren Planeten zu kapitalistischen Zwecken ausschlachten, aber ihr kriegt bunte Glasperlen dafür, Botschaft. Die Standard-Grußbotschaft! Einfach gut, weißt du, Starspace ist es einfach gut. Das klingt vage plagiiert. Ich weiß noch, als der Slogan war Starspace-Flotte, das etwas andere Restaurant. Ja, wir werden vom Planeten angegriffen. Alle Energie auf die Schutzschilde. Alle Energie? Ja. Auch die Energie für die Sauerstoffgenerierung? Nein. Die Energie für die Space-Spülmaschine? Ja. Die Energie für diese Konsole, mit der ich Energie umleite? Nein. Okay, Sie müssen sich schon ein bisschen spezifischer ausdrücken. Woher soll ich denn wissen, dass Sie mit aller Energie eigentlich nur eine bestimmte Energie meinen? Dieser Angriff war nur Ihre Art, sich zu begrüßen, und wir werden auf die Oberfläche eingeladen. Dann stellen Sie ein Außenteam zusammen, um einen mustergültigen Erstkontakt herzustellen. Das ist sehr gefährlich und wir sollten nur hochqualifizierte Leute dafür hinschicken. Das ist der erste Offizier, Commander Stachli, der Beste der Besten, für den ich mir erlaube zu sprechen. Sehr geehrte außerirdische Fremdlinge, wir sind die Starstar Space Flotte. Hier eine rein zufällige Auswahl verschiedener Crewmitglieder, mit denen wir täglich zusammenarbeiten. Ich frittiere in der Kantine ganz allein Pommes. Ich war noch nie auf einer Mission. Wie Sie sehen können, sind wir voller Diversität und würden auch Sie gerne bei uns aufnehmen. Merkwürdig, laut den Sensoren sollte es hier vor Lebensformen wimmeln. Wer hat uns kontaktiert? Planet X ist die Lebensform. Seine Bewohner sind vor Milliarden Jahren ausgestorben. Der Planet ist sehr alt und ganz allein. Furchtbarer Schmerz, große Einsamkeit, kein Sinn zu leben. Empfangen Sie auch die telepathischen Signale? Nein, ich dachte, jetzt, wo mir mal jemand zuhört, kann ich endlich sagen, wie ich mich fühle. Keine Sorge, Planet X, du hast jetzt uns. Und man kann sehr wohl allein für sich selbst existieren. Ohne irgendwem einen Zweck zu dienen. Oder gut für irgendwas zu sein. Ja! Mission Kontaktaufnahme erfolgreich. Mission Ausschlachtung kann beginnen.